Ja, vielen Dank, Frau Dr. Überscheer, für die Begrüßung aus Sicht der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass ich Sie auch im Namen des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg hier auf dieser Online-Tagung ganz herzlich begrüßen darf. Da Sie vermutlich jetzt allein vor Ihren Monitoren sitzen, möchte ich es für alle nochmal sagen, weil ich nicht in Ihre erwartungsvollen Gesichter schauen kann. Es haben sich weit über 200 Schulleiterinnen und Schulleiter heute angemeldet und weitere Gäste. Und darüber hinaus wird diese Veranstaltung auch in den sozialen Medien gestreamt. Das heißt, wir werden darüber hinaus am Vormittag noch viele, viele weitere Gäste haben. Seit 2013 bildet diese bundesweite Schulleitungstagung ein Unterstützungsangebot des LISUM. Eines, das natürlich auch einen Höhepunkt in unseren Angeboten darstellt. In der Regel gelten unsere Angebote ja den Schulleitungen, den schulischen Führungskräften in den Ländern Berlin und Brandenburg. Viele von Ihnen werden sich wahrscheinlich erinnern, denn wir haben auf unseren Tagungen Stammgäste. 2017, also vor ziemlich genau 3 Jahren, haben wir das erste Mal das Thema Digitalisierung in unsere Tagung gebracht. Und wir nannten unsere Tagung damals Digitalisierung trifft Schule. Damals, man könnte sagen, es ist erst oder es ist schon 3 Jahre her, gab es noch nicht den Digitalpakt Schule und es gab erst recht noch keine Pandemiesituation, aber die Digitalisierung war natürlich schon in vollem Gange. Was damals noch nach einem vertrauten Treffen, nach einem Beschnuppern zwischen Digitalisierung und Schule klang, hat sich in den letzten 3 Jahren für viele Schulen zu einer ganz innigen Beziehung, nicht immer ganz freiwillig, entwickelt. Und diese ist auch mit allen Höhen und Tiefen ausgestattet gewesen. Das wissen wir. Die rasante Entwicklung, besonders in den letzten Monaten, erlauben es uns heute nicht so ganz nahtlos an diese Tagung von vor 3 Jahren anzuschließen. Denn es ist eher, glaube ich, im Moment angebracht, die Frage der Bildung in der digitalen Welt in Zeiträumen zu denken. Wie gehen wir in den Schulen mit dem Thema in Corona-Zeiten um und wie kann sich Schulentwicklung in einer Zeit nach der Pandemie gestalten? Die heutige Tagung, das klang vorhin schon in der Moderation von Herrn Roth an, widmet sich der Offenheit, unserer Offenheit mit dem Umgang der Digitalisierung und die Frage lässt sich weniger nach dem Ob beantworten, denn diese Frage hat sich eigentlich schon geklärt, sondern vielmehr nach dem Wie. Also wie gestalten wir den Umgang mit Digitalisierung in der heutigen Zeit? Und die Geschwindigkeit der letzten Monate und die Umstände, die den Schulen ausgeliefert waren, haben besondere Situationen geschaffen. Führungskräfte müssen schnell handeln und dennoch müssen sie ihre Aktivitäten unter Beachtung aller Rahmenbedingungen stets gut abwägen. Die Covid-19-Krise ist in der Tat besorgniserregend und stellt alles in unserem Leben und in den Schulen auf den Kopf. Die Art und Weise, wie wir jetzt handeln, wird aber darüber entscheiden, wie die Zukunft an den Schulen aussehen wird, sowohl für die laufende Bewältigung der Krise als auch für die allmähliche Erholung. Wie können wir Kolleginnen und Kollegen unterstützen und ihnen Vertrauen entgegenbringen, das sie wiederum brauchen, damit sie Eigenverantwortung übernehmen können? Diesen und weiteren Fragen werden wir uns heute widmen. Ich freue mich sehr, dass unserer Einladung so viele Expertinnen und Experten gefolgt sind. Und ich möchte an dieser Stelle schon allen Mitwirkenden an dieser Tagung ganz herzlich danken. Ein besonderer Dank gilt unserem langjährigen Kooperationspartner, der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die Stiftung hat es heute ermöglicht, dass wir für den Vormittag eine Studioatmosphäre herstellen konnten. Und in diese Studioatmosphäre möchten und können wir auch Sie mit Ihren Fragen und Statements hineinholen. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen, dann im Chat Ihre Fragen zu stellen und Ihre Bestätigung uns und auch Ihre Bedenken vielleicht mitzuteilen. Ich wünsche uns allen eine ermutigende
Tagung mit recht vielen Impulsen. Ganz herzlichen Dank. So, herzlichen Dank, Bernd Jankowski. Ja, ich freue mich, Christiane von Schachtmeier zu begrüßen aus Hamburg, die heute den Tag mit mir zusammen moderieren wird. Ja, von mir ein ganz herzliches Moin Moin aus Hamburg. Ich freue mich, heute in Berlin auch live dabei sein zu können und diese Tagung mitzuerleben. Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, die Kooperation zwischen LI Lisum und mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung zu starten. Wir sind zwei große Städte mit ähnlichen Themen und ich bin sehr gespannt, wo wir Gemeinsamkeiten feststellen und wo wir aus Unterschiedlichkeiten lernen können. Und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und vielleicht auch ein bisschen vergnüglichen Tag.